Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Long Dark am Ort der Trostlosigkeit. Sind wir jetzt angekommen. Wir werden jetzt einfach mal schauen, ob wir hier noch den einen oder anderen Rohrkolben finden. Ich glaube es aber nicht. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich froh, wenn wir am Ende die 600 Rohrkolben knacken. Bei der von mir voreingestellten Rohrkolbenmenge. Und das ist auch so eine Challenge, sage ich jetzt mal, die man jetzt nicht so ohne weiteres wiederholt. Aber falls irgendjemand von euch in irgendeinem Run, ich meine, es kann ja gut sein, dass jemand von euch mal so, keine Ahnung, Bock drauf hat, ein Wochenende Zeit hat oder so und ganz viel ohnehin Long Dark zockt und jetzt nicht unbedingt den Rohrkolben essen muss, könnt ihr mir ja einfach mal einen Screenshot oder so, zum Beispiel über meine Facebook-Seite zukommen lassen oder über Twitter. Über Twitter geht es vielleicht sogar besonders gut, bei der ihr mir vielleicht zeigt, falls ihr das hinbekommt, also ob ihr mehr Rohrkolben findet. Das wäre mal eine geile Aktion, ey. Ey, ganz im Ernst. Das wäre mal eine Aktion, die hätte Hinterland mal bringen sollen. Irgendwie in Kombination mit einem Gewinnspiel oder sowas in der Art, ne? So nach dem Motto, derjenige, der den meisten Rohrkolben findet, gewinnt. Er muss einen Screenshot bringen als Beweis oder ein kleines Beweisvideo oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Das wäre doch mal eine Idee. Hey, Hinterland. Ich hatte da gerade so einen Einfall für euch. Sollte ich den vielleicht sogar fast schreiben? Oder ihr tut's, je nachdem. Wer halt schneller ist, ne? Das wäre eine Idee. Weil das würde halt auch wirklich zeigen, quasi so, dass du passionierter The Long Dark Spieler bist. Und im Grunde sag ich jetzt mal, auch irgendeine Form von Lob, Aufmerksamkeit, irgendwas in der Art und Weise halt auch im Grunde verdient hast. So sehe ich das zumindest. Aber was noch nicht ist, kann ja auch noch werden. Wollte ich gerade sagen. Was noch nicht ist, kann auch nicht werden. Ja, genau. Hallo Gehirn. Wir brauchen keine doppelte Verneinung. ja, das ist jetzt hier wieder Meeresgebiet. Ich hätte schon gern mehr, aber nicht mehr, sondern mehr Rohrkolben. Diesen Unterschied muss ich diesem Quatsch noch beibringen. Snüffelt der jetzt tatsächlich eher mich als diese blöden Wappidis? Echt jetzt? Ohne Witz, der ist jetzt hinter mir her. Wie uncool ist das denn? Wisst ihr, er könnte mit seinen blöden Augen sehen, dass da Wapitis 50 Meter links von ihm sind. Nein, er geht lieber dem Menschen hinterher. Um den wie so ein Psycho anzufallen. Soziopathenwölfe gehen hier herum. Ich hab ein Gewehr und bring sie alle um. Ja, wenn's sein muss, ne? Das war jetzt, glaube ich, gerade eben soziopathisch, so einen Song rauszuhauen, ne? So ein bisschen. Hatte schon so ein bisschen was von Chucky. Ach ja. Auch gruseliger wär's gewesen, wenn so ein kleines Kind das gesungen hätte, ne? So. Mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Dann wird es richtig creepy. Nee, ganz im Ernst, ich glaube, wir werden... Ah doch, warte mal, wir werden hier Rohrkolben finden. Ich weiß sogar, dass es hier Rohrkolben gibt. Aber diesen Bock schwer zu finden. Bock schwer zu bekommen. Aber die sind tatsächlich ja mehr. Ich erinnere mich daran. Und zwar unterhalb der Brücke, meine ich. Es gibt ja hier zwei Brücken. Und ich meine, dass mindestens an einer es sowas gibt. Aber wir gucken uns das Ganze an. Es sind eh nicht viele. Definitiv nicht viele. Also das müssen wir uns auf jeden Fall gleich schon mal quasi hinter die Ohren schreiben. Also wenn ich hier mit 5 rauskomme, bin ich glücklich. Nach aktuellem Stand der Lage.
was unsere Rohrkolben-Situation angeht. So, genau, jetzt gehen wir mal da rein. Ich meine, lol. Noch ein Brecheisen. Ich weiß noch, wie einmal dieses Auto vor Ewigkeiten noch, als es noch nicht released war, verbuggt war. Man einsteigen konnte und so halb in der Erde versunken war. Und das Geilste war, man konnte auch wieder aussteigen. Das hat ja eine gewisse Epicness. Hier ist nichts. Auch kein Kern oder so. Oder da hinten. Solche Ecken wollen ja gecheckt sein. Also wenn ich solche Kerns hinmachen würde, dann würde ich es irgendwo hier in solche Ecken packen. Für die ganz Findigen. Für diejenigen, die wirklich diesen ganzen Quatsch hier so in jede Ecke hineingucken. Auch beim 50. Durchlauf immer wieder in jede Ecke checken. Nicht, dass da irgendwie dann nochmal was spawnt, was vorher noch nie da gewesen ist. Ich persönlich bin da eher so der Spieler, der anfängt quasi zu minimalisieren. Ich minimalisiere auch Wissen auf Grundprinzipien. Ich bin nicht so der Auswendiglerntyp. Sondern ich optimiere, sage ich jetzt mal, quasi das Wissen, was ich habe. Brech's runter auf Grundprinzipien und so weiter und so fort. Und das neigt halt dann auch manchmal dazu, dass ich zum Beispiel Fachwörter vergesse. Zum Beispiel sogar wirklich aktiv den Namen von irgendwelchen Vorgängen, von Naturgesetzen, whatever. Und stattdessen mir einfach quasi nur noch die Quintessenz merke, was im praktischen Alltag sehr, sehr praktisch ist. Allerdings, wenn es darum geht, Theorie zu machen, jemand anders es zu erklären, was du eigentlich tust, stehst du dann manchmal da wie so der Ochs vom Berg, weil dir dann halt einfach dieser Fachbegriff nicht einfällt. Und das ist dann immer ziemlich scheiße. Weil dann denken nämlich die Leute immer quasi, der kann das gar nicht. In Wahrheit kannst du es. Vielleicht sogar besser als diejenigen, die es einfach nur auswendig gelernt haben, weil du das Grundprinzip begriffen hast. Aber du hast halt einfach nur diesen einen blöden Begriff gerade eben nicht mehr parat. Der das Ganze aufschlüsselt. Sag mal, bin ich jemals da durchgelaufen? Kommt mir gerade eben nicht so vor. Ganz im Ernst, das kommt mir gerade sehr unbekannt vor. Lol. Ach komm. Da kommt schon wieder so ein Pisser. Und den muss ich jetzt wegknallen. Ja, immerhin habe ich ihn getroffen. Ach du Kacke, da drüben ist der andere. The Big Pisser sozusagen. Ich möchte ihn nicht kennenlernen. Wenn das hier meine einzige Liaison-Möglichkeit ist, bleibe ich Single. Zumindest in diesem Spiel natürlich. Oh shit. Oh shit. Tja, können wir uns mal hinsetzen. Was essen. Wir sind mega hungrig. Wir sehen ihn da immer noch laufen. Ist ja alles cool momentan. Okay. Er hat nur geschnuppert. Oh, bitte erzähl mir nicht, dass du mich gerochen hast. Natürlich hat er mich gerochen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Hehe. Dinge, die ich nicht gut finde, passieren genau jetzt. Ich gehe da drüben in das Haus rein. Also in diese Hütte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich befürchte fast, dass das hier ihn hier nicht aufhalten wird.
Wow, seit wann hat denn das eine Tür? Die beste Tür, die ich hier jemals sah. Ganz im Ernst. Ich sitze jetzt hier kurz mal meine Zeit ab. Bin ich ein Fan von. Einfach mal warten eine Stunde. Dann ist der hoffentlich weg. Heieiei. Ich hasse diese Stelle. Ja, klar. Blöd, Mann. Ich wette, ich habe ihn nicht getroffen. Das Lustige ist, diese Hütte würde ihn nie aufhalten, ne? Wir warten einfach nochmal eine Stunde. Ich habe das Gefühl, das war die blödeste Idee aller Zeiten, hierher zu kommen. Warte immer auf den Tag, wo ich mal so eine Tür aufmache und auf einmal steht er vor dir und richtet sich auf. Wisst ihr, so... Bläh. Darauf warte ich bis heute. Bis zum Glück ist es noch nie vorgekommen. Wo ist er? Hoffentlich nirgends hier. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich gehe jetzt hier runter. Oh, 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 oh. Der rennt ja immer noch rum wie so eine von der Tarantel gestochen. Ich glaube, ich habe ihn wirklich getroffen. Ich sollte mir echt einen Ort suchen, wo er mich nicht kriegen kann. Jetzt kommt er hier rüber. Das gefällt mir gar nicht. Hehe. Unfreiwillige Bärenjagd. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier sicher bin. Oder ob der jetzt hier einfach hierher kommt oder auch nicht. Ich hätte diesen Schuss nicht setzen sollen. Oh Gott, wie ungünstig. Jetzt sitzen wir hier drin rum. Jetzt sitzen wir hier und wissen nicht weiter. Man sieht aber auch echt nicht mehr raus, ne? Also hier. Das hilft dir ja auch nicht. Das war der Fail. Wisst ihr, jetzt wegen 5 Rohrkolben hänge ich jetzt hier fest oder so. Wenn es überhaupt welche noch gibt. Ich wette, es gibt hier gar keine. Das ist gerade meine größte Sorge, dass wir jetzt hier völlig umsonst sind. Wiegt denn um Himmels Willen so viel? Ach, wisst ihr, wo wir gerade eben vorhin davon gesprochen haben? Ne? Why not? Ich habe kein... Das Problem ist bloß, glaube ich, dass die Zeit, wie das Tier verbluten könnte, leider nicht in der Zeit auch mit berechnet wird. Die Tiere, die draußen rumlaufen, ändern zwar ihre Position in der Regel. Aber... Der Blutverlust findet, glaube ich, nicht schneller statt, nur weil du eine Stunde vergehen lässt. Ja, seht ihr, da hinten rennt er immer noch rum. Ich glaube, das macht er jetzt den ganzen Tag. Jetzt kommt er wieder angerannt. Rennt da... Rennt genau da rum, wo ich hin will.
hinten dann wiederum. Um Himmels Willen, was habe ich denn getroffen bei dem Kerl? Ist das ganz da hinten? Da sieht man es, ne? Es kommt. Ist es da oben? Der rennt teilweise auf Sachen rum, wo ich nicht mal wusste, dass man da hoch kann. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Ah, doch, da ist er. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes wie von der Tarantel gestochen, wie man so sprichwörtlich sagt, ne? Also schnell ist er schon. Das muss man ihm lassen. Der ist so schnell, dass ich mich gar nicht darunter traue. Ich meine, ja, so ein ausgewachsener Grizzly, der macht auch seine 60 Stundenkilometer, wenn er sprintet. Aber eigentlich könnte der das niemals so lange. Bären sind Sprinter. Die können diese Geschwindigkeit nur so 10 bis 20, 30 Sekunden aufrechterhalten in echt. Der müsste allein durch die Aktion an Erschöpfung sterben. Oh Gott, da kommt ein Wolf. Na toll. Also hier sind wir wirklich vom Regen in die Traufe. Ich bleibe jetzt hier und ziehe ein. Mal gucken, ob das Schwanken des Gewehrs mehr wird. Habe ich noch nie getestet. Es schwankt auf jeden Fall. Ich höre diesen Wolf, der ist rechts von mir. Ich frage mich jetzt, ob der hier vorbeiläuft. Das wäre nicht gesund für ihn. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass man so einen Laut geben kann, sowas wie Hey oder sowas rufen, ne? Um gezielt auf sich aufmerksam zu machen. Um gerade solche Situationen auszunutzen. Gut, ich könnte da einen Köder hinlegen. Aber erstmal einen haben. Ich höre den immer noch. Ich habe aber das Gefühl, dass das Schwanken immer genau gleich ist. Man fängt nicht an, mehr zu schwanken. Man hat am Anfang so ein kleines Zeitfenster, wo man so einigermaßen, so das wäre jetzt ein perfekter Schuss gewesen. Aber danach schwankt man volle Kanone. Er ist direkt vor der Tür. Jetzt komm doch her und lass ihn aufs Fell brennen. Dann haben alle was davon, auch ich. Zum Beispiel Fleisch. Ich werde am Ende noch tatsächlich die Dose öffnen müssen. Na, es wird jetzt eh dunkel. Wie kalt ist es hier? Gefühlt 13 Grad. Mit dem Teil hier Wärme plus 4,6. Ist alles Taco. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.